warst ein Phänomen. Viele Wochen lang bei Facebook. Habt ihr schon dieses Kind des Raps gesehen? Der kann auch Double Time. Er hat so richtig drauf. Und ich frag mich, wie sieht der wohl ohne Brille aus? Und so wurdest du zum Favoriten. Sie sagten Traumfinale, Basti Weekend. Nicht eine Zeile deiner Gegner konnte dich treffen. Denn wie zum Fick soll man ein gottverdammtes Kind betteln? Sie haben gefragt, wer kann das nur sein? Steckt hinter dieser Brille, wer bekannt ist vielleicht? Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis die Kids herausgefunden haben, wie du heißt. Da stand auf einmal dieser Battleboy als Fiction echt. Und es gibt ein Album, wo er mit normaler Stimme rappt. Sie haben es angehört und meinten, ist nicht schlecht. Aber im Endeffekt auch nichts, was mich so richtig flasht. Vielleicht ging da schon das verloren, was dich interessant macht. Auf jeden Fall war danach irgendwie die Stimmung anders. Sie schrieben, dieser Battleboy Basti, der riecht mich auf. Verkackter Image-Rapper, wann fliegt er endlich raus? Und was sie wollten, sollten sie haben. Basti gegen Camouflage, du lässt dich von ihm schlagen. Und scheiterst kurz bevor wir zwei am Ziel waren. Doch ist egal, Basti, hier ist dein Finale. Packst du für mich sogar deine normale Stimme aus? Ich bin schon so gespannt, hast du die Brille auf? Ich bin schon so gespannt, Achtung, aufgepasst. Basti hat sich eine Überraschung ausgedacht. Ich hab natürlich keine Ahnung, worum es da geht. Eventuell spielt er ja mit seiner Identität. Maske ab, Maske auf, Maske ab, Maske auf. Wir haben gedacht, du hebst dir das für das Finale auf. Alle wollten wissen, was passiert, wenn ich auf Basti treff. Die Zeiten sind vorbei, weil dich alle hassen jetzt. Inzwischen hassen sie mich auch, da hast du recht. Denn diese Kiddies wollen jedes Jahr was anderes. Doch du hast deine Brille abgesetzt und schmeißt die Maske, die dich interessant gemacht hat, weg. Jetzt bist du irgend so ein Typ von nebenan, der rappt. Ich brauch dich gar nicht mehr zerstören, das hast du selbst. Du bist kein Rapper, den man feiert, Basti. Du bist ein YouTube-Video, das sich jeder einmal ansieht. Du bist wie Skater, bricht sich Bein oder Apfel raucht. Oder wie Hürdenläufer, stolpert und fällt dann aufs Maul. Und du machst kein Album, das man kauft. Denn wer zum Fick kauft sich ein Album von Apfelrauch? Du bist ein Video, das man sieht und seinen Freunden schickt. Und morgen ist der Scheiß vergessen, weil's was Neues gibt. Dann bist du ersetzt, statt kleiner Junge Rap. Gibt's dann bekloppter Russe, trinkt ne Flasche rum auf Ex. Dann gibt's auch einen Skater, der sich etwas anderes bricht. Und statt Apfelrauch gibt es dann Katze Kiff. Du Internetfigur, du konstruiertes Etwas, was jetzt mit Werbung auf nem YouTube-Channel bisschen Geld macht. Ich bin so, guck mal, kennst du den schon, der hat Hammer Lines. Du bist so, guck dir den mal an, ey, was soll das denn sein? Alle wollten wissen, was passiert, wenn ich auf Basti treff. Die Zeiten sind vorbei, weil dich alle hassen jetzt. Inzwischen hassen sie mich auch, da hast du recht. Denn diese Kiddies wollen jedes Jahr was anderes. Doch du hast deine Brille abgesetzt und schmeißt die Maske, die dich interessant gemacht hat, weg. Jetzt bist du irgend so ein Typ von nebenan, der rappt. Ich brauch dich gar nicht mehr zerstören, das hast du selbst. Man könnte denken, das zu kontern wär nicht schwer. Von mir sind die im Forum doch genauso sehr genervt. Bei mir kam der Effekt ein bisschen später als bei dir. Doch nach 20 Battles war schon abzusehen, dass das passiert. Man könnte denken, wir beide sitzen im selben Boot. Doch Battleboy Basti ist nach der Splash Edition tot. Eine Figur, deren Geschichte im Finale mündet, wenn sie gefühlt zum 10. Mal die Maske lüftet. Du hast vergessen, dich zu fragen, was danach passiert. Was soll geschehen, wenn der Mythos Battleboy Basti stirbt? Kommt noch ein Album, auf dem du als kleiner Junge raps? Masken sind nur interessant, wenn man sich fragt, wer drunter steckt. Machst du ein Fiction-Album? Den Typen kennt doch keiner. Dann machst du Promo nächstes Jahr beim VBT mit einfach. Na komm, erzähl mir doch, sie haten mich auch. Der Unterschied ist, dass du Rapper-Sinn brauchst. Ich fahr vielleicht zum Splash oder nicht, scheißegal. Denn wenn es jetzt nicht klappt, dann vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht auch nie, das Ding ist, ich kann weiter Weekend sein. Ich mach das Album fertig, geh da raus und spiel es live. Für dich wird nach dem Battle hier alles ein Ende haben. Dein Horizont war immer nur ein VBT-Finale. Deine Geschichte endet, wenn sie die Entscheidung gibt. Und selbst wenn ich das hier verliere, bin ich dann weiter ich. Alle wollten wissen, was passiert, wenn ich auf Basti treff. Die Zeiten sind vorbei, weil dich alle hassen jetzt. Inzwischen hassen sie mich auch, da hast du recht. Denn diese Kiddies wollen jedes Jahr was anderes. Doch du hast deine Brille abgesetzt und schmeißt die Maske, die dich interessant gemacht hat, weg. Jetzt bist du irgend so ein Typ von nebenan, der rappt. Ich brauch dich gar nicht mehr zerstören, das hast du selbst.